Sportereignisse, die schaue ich mir an, mit dem Hintergrund zu hören, was sagt ein Sieger? In diesem Jahr habe ich gesehen, dass der Zehnkämpfer Arthur Able eine Goldmedaille in Berlin gewonnen hat. Ich hatte mir seinen Hürdenlauf angeschaut. Perfekt. Wusstest du, dass ein Hürdenläufer nie auf die einzelne Hürde schaut, die er überspringen muss? Sondern er schaut immer auf das Ziel, immer was ganz vorne ist. Und seine Schritte zwischen den Hürden, die sind wie getaktet und laufen wie in einem Muster ab. Und er überwindet diese Hürden mit einer Leichtigkeit, die mich immer wieder sehr stark beeindruckt. Warum gerade dieser Zehnkämpfer? Nun, dieser Arthur Able hatte im vergangenen Winter eine sehr schwere Zeit. Er wachte eines Morgens auf und hatte durch einen Infekt eine Gesichtslähmung. Seine eine Gesichtshälfte war vollkommen gelähmt und niemand wusste, wird es sich wieder zurückbilden, wird er etwas zurückbehalten, wird er das für immer behalten und wäre das das Ende seines Laufes, seiner Karriere. Er hat nicht aufgehört zu trainieren. Er hat diese Herausforderung genommen und sein Trainer sagte, das, was er hat, ist niemals aufgeben. Als ich dieses Interview hörte, dann sprach mich das an, weil das ein zutiefst göttliches Prinzip für uns als Kinder Gottes ist. Niemals aufgeben. Ich habe das in meinem Leben oft üben müssen. Ich habe oft Situationen erlebt, die mich zurückschlagen wollten, die so aussahen wie, gib doch auf, das macht doch keinen Sinn. Aber ich habe immer dank der Gnade Gottes gesagt, nein, ich werde niemals aufgeben. Und das ist es, was mich bei diesem Zehnkämpfer so beeindruckt hat. Dass er nicht aufgegeben hat. Er hat trainiert, hart trainiert, vielleicht sogar härter als die anderen, weil er einfach einen Rückschlag erlitten hatte. Er ist wieder aufgestanden, er hat wieder sich gesagt, ich möchte noch einmal wirklich einen Sieg haben. In der Bibel lesen wir von einem ganz entscheidenden Wort, was für uns Kinder Gottes, für uns Christen wirklich entscheidend ist. Da lesen wir, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich habe eine andere Übersetzung gefunden, die das nochmal, dieses Wort über Mauern springen, nochmal anders beleuchtet und wo ich mir noch mehr bewusst war, was mit diesem Wort gemeint ist. Mit dir renne ich gegen eine Feindesschar an oder ich gehe auf Raubzug und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Ich gehe mit Gott gegen eine Feindesschar an, die mich zurückschlagen möchte, deren Absicht es ist, mich zu stoppen, mich aufzuhalten, mich von meinem Glauben an Gott abzulenken, wegzubringen, zu sagen, das macht doch keinen Sinn, gib auf, du wirst das nicht erlangen, du wirst nicht ans Ziel kommen. Stopp! Wir lesen diese Verheißung in der Bibel und wir nehmen sie wie ein Trainingsprogramm und wir sagen, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Mit meinem Gott bin ich stark. Mein Gott wird die Dinge verändern. Mit meinem Gott wird es ein Überspringen dieser Hürden, dieser aufgebauten Widerstände geben mit meinem Gott. Das spreche ich dir zu. Mit deinem Gott, mit Jesus an deiner Seite, mit dem Heiligen Geist wirst du die Hürden in deinem Leben überspringen und er wird dich ans Ziel bringen. Gott hat mehr für dich.